Willkommen im Video Didaktischer Einsatz von Technologien im Unterricht mit dem Fokus auf Praxisbeispielen und Erfahrungen. Ich sitze heute hier mit Julian Zeder, Flora Demey und Katharina Hauser, drei Studierende der Karl-Franzens-Universität Graz. Sie haben im Rahmen einer E-Tutorinnen-Ausbildung ein mediendidaktisches Betreuungskonzept erstellt und auch umgesetzt. Dabei haben Sie viele wertvolle Erfahrungen gesammelt, die wir Ihnen nun weitergeben möchten. Wir werden über die Vorteile von digitalen Medien und dazu passende Methoden im Unterricht sprechen, aber auch über Risiken und Stolpersteine, über technische Lernumgebungen und vor allem über die Wichtigkeit eines gut durchdachten mediendidaktischen Konzepts. Und vielleicht verraten uns die Studierenden ja auch ihr persönliches Lieblingstool, das sie im Unterricht gerne einsetzen. Starten wir mit der ersten Frage. Julian, welche Vorteile ergeben sich denn für Sie durch den Einsatz von digitalen Medien im Unterricht? Also ich glaube, es gibt sowohl Vorteile als auch Nachteile bei allen Tools. Overall würde ich sagen, der größte Vorteil ist auf jeden Fall die Auffrischung eines Unterrichtskonzepts. Wir wissen, dass die Aufmerksamkeitsspanne immer weiter runtergeht und dementsprechend kann man mit digitalen Medien hier ein bisschen eine Aufmunterung bei den Lernenden auch hervorrufen. Welche didaktischen Methoden könnten sich denn jetzt mit Hilfe von digitalen Technologien gut erweitern oder überhaupt erst generieren lassen? Welche Erfahrungen haben Sie denn da so gemacht? Ich finde, dass die Lernenden quasi durch diese quasi Methode dazu angeregt sind, dass sie selbstständig arbeiten. Also sie können zu Hause die Texte lesen, die sie halt von uns bekommen haben, also von mir. Und dann in der Präsenzzeit, im Unterricht, kann man das gut ausbauen, indem man halt Diskussionen anregt mit halt auch E-Learning-Aktivitäten. Und dann kann man sich quasi auch in den Stoff hinein vertiefen, was man zum Beispiel bei anderen didaktischen Methoden nicht so gut durchführen kann. Da sprechen Sie jetzt wahrscheinlich aber auch den Flipped Classroom an, genau, oder? Ja. Durchaus, ja. Ja. Wo man tatsächlich die Lerninhalte, die Inputs, die sonst die Lernperson gibt, zu Hause rezipieren lässt über Lernvideos, die man zuvor erstellt hat, vielleicht über ein Lernmanagementsystem hochlädt und dann tatsächlich den Unterrichtsraum dazu nutzt, Fragen zu stellen, so wie Sie sagen, Gruppenarbeiten, kollaborieren, das, was sonst vielleicht zu kurz kommt oder auch die klassische Hausübung, die man da vielleicht im Unterricht machen kann und wo man als Lehrperson dann unterstützend als Coach, als Mentor, Mentorin dabei ist, um diese Lernprozesse anzuregen. Ja. Haben Sie da auch Erfahrungen gemacht? Also mit Flipped Classroom bis jetzt noch nicht, das wird noch kommen, in einer verkürzten Form. Allerdings finde ich auch sehr wichtig oder finde ich sehr schön, dass man auch tatsächlich dann ein Produkt mit digitalen Medien gestalten kann und dadurch auch digitale Kompetenzen erwerben kann, was ja auch sehr wichtig ist für die heutige Zeit. Ja, das ist jetzt einerseits wahrscheinlich für Sie als Lehrende, aber auch für Ihre Lernenden, oder? Genau. Welche Möglichkeiten gibt es denn da, wo man Lernende dazu anregen und animieren kann, digitale Kompetenzen sich anzueignen? Was haben Sie da für Erfahrungen? Also ich weiß, dass es in vielen Schulen schon Moodle gibt und dass jeder Lernende quasi ein Passwort hat und sich dort hineinschmökern kann. Und dass man das als Lehrerin oder Lehrer sich quasi da annimmt und verschiedene Aktivitäten freistellen kann, dass man quasi auf Probe, man schaut, wie kommt das bei meinen Schülern und Schülerinnen an. Und ich glaube, viele kennen sich ja schon aus mit Facebook und das ist ja schon alles, also die Lernenden haben ja schon eine Kompetenz und die kann man ja als Lehrer oder als Lehrerin quasi annehmen und das quasi dann auf die Schule projizieren. Und ich glaube, das ist schon eine gute Idee, dass zum Beispiel Moodle als Plattform angewendet wird. Ich glaube, es ist fast wichtiger, den Lehrenden quasi die Medienkompetenz ein bisschen beizubringen, weil die Schüler und Schülerinnen bzw. die Lernenden wissen eh schon, wie man mit diesen Medien umgeht, nur muss man dann halt schon eine gescheite Instruktion machen. Genau. Wobei ich da auch noch sehr wichtig finde, was die Lernenden unbedingt brauchen, ist natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen, ja. Urheberrecht und die Lehrenden auf der anderen Seite wieder müssen aber auch über Datenschutzgrundverordnung und Datenschutzgesetz Bescheid wissen. Mhm.
Also da gibt es schon einige Dinge, die ja sehr wichtig sind. Das sind so vielleicht auch die Stolpersteine, die man dann erst in der Praxis, wenn man sich dann mit digitalen Medien im Unterricht auseinandersetzt, dann vielleicht erst erkennt. Haben Sie andere Stolpersteine bisher erfahren in Ihrer Umsetzung von mediendidaktischen Konzepten, wie Flora nickt? Ja, also bei mir war das so, dass bei verschiedenen Browsern mein Tool nicht funktioniert hat. Und dann bin ich halt drauf gekommen, dass eher bei Firefox und Google Chrome die meisten Tools funktionieren. Mhm. Und da habe ich am Anfang schon ein bisschen gehapert, irgendwie okay, und das hat mich ein bisschen Verzweiflung gebracht, weil ich mir gedacht habe, okay, also liegt es jetzt an mir, also kann ich es jetzt, habe ich es jetzt falsch gestaltet oder ja, eigentlich hat es nur einen Browser gegeben. Wir haben jetzt schon ein bisschen über Lernmanagementsysteme gesprochen, also sprich Lernplattformen wie Moodle oder LMS.at, die ja an österreichischen Schulen durchaus schon oft im Einsatz sind. Sind die jetzt sinnvoll? Und wenn ja, warum aus Ihrer Sicht? Ja, also ich habe Moodle sehr viel schon verwendet. Ich finde es schon sehr sinnvoll, weil es sehr viele verschiedene Aktivitäten bietet. Also Aktivität wäre ein Forum zum Beispiel oder eine Datenbank. Und durch diese verschiedenen Aktivitäten lässt sich sehr viel gestalten, sehr viel Interaktives, aber auch sehr viel im Bereich, wo die Lernenden selbstständig sich vertiefen oder Dinge wiederholen. Allerdings muss ich auch sagen, das ist mir auch so gegangen, man muss sich schon mit diesem Lernmanagementsystem sehr stark vertraut machen und das dauert seine Zeit. Also es ist leider nicht intuitiv zu verwenden, aber es gibt gute Anweisungen. Okay. Also ich habe eine Erfahrung gemacht, ich habe auf Moodle eine Online-Sprechstunde eingeführt und da habe ich gemerkt, dass sich die Lernenden viel mehr getraut haben zu fragen, als sie zum Beispiel in der Präsenzzeit gefragt haben. Und da kann man auch so ein, wie du gesagt hast, Foren einführen und da habe ich eins eingeführt. Das heißt, das ist Austauschforum und dann hat man einfach quasi den behandelten Stoff, den man in der Präsenzzeit durchgeführt hat und quasi, ich habe die Lernenden angeregt, dass sie halt in den Zeitungen schauen sollen, Online-Plattformen, ob sie irgendwas finden, was quasi zu dem Stoff, was wir jetzt durchgeführt haben, passend wäre. Und in diesem Austauschforum haben viele halt Artikel gepostet und dazu kommentiert und dass man quasi das auch irgendwie vertieft und den Lernenden zeigt, das, was man auch lernt, theoretisch gibt es auch in der Praxis und man sollte sich da ein bisschen halt daran annehmen und schauen, was da gibt. Das ist ganz schön, wenn sich das Klassenzimmer dann um den virtuellen Raum verbreitert sozusagen, ja, oder vergrößert und wenn dann so Ideen auch von außen kommen und die Beiträge. Ja? Ja? Also ich glaube auch, die Zeiten des Bücherschleppens sind vorbei. Mittlerweile weiß auch jeder Lehrende, mit Moodle umzugehen. Die Plattform gibt es mittlerweile schon seit meiner Schulzeit. Und ich glaube, das Bildungssystem ist schon lang so weit, jetzt komplett darauf umzusteigen. Ganz wichtig, glaube ich, aber auch beim Einsatz von Lernmanagementsystemen ist die E-Moderation. Haben Sie jetzt Erfahrung damit? Wo gibt es da vielleicht Hürden? Worauf muss man da achten? Ja, also ich habe da viel Erfahrung gemacht, weil ich habe quasi Moodle co-moderiert und das war halt schwierig, immer aktuell zu sein, man muss immer quasi erreichbar sein und ich habe mir das ein bisschen zu sehr zu Herzen genommen, also ich habe immer sofort reagiert und sofort zurückgeschrieben, wenn was beim Austauschforum war oder wenn ich quasi eine Nachricht auf Moodle bekommen habe, dass man ein bisschen sich da eingrenzt und sagt, ich mache das morgen oder dass man sich das irgendwie einteilt, weil immer so da zu sein, das erzeugt ein bisschen einen Stress, aber es ist auch, Rückmeldungen habe ich von den Lernenden bekommen, das hat denen sehr geholfen, dass sie sofort eine Rückmeldung bekommen haben, weil bei E-Mails haben sie gemeint, das dauert ihnen halt zu lange und auf Moodle ist das ein bisschen schneller gegangen, weil ich halt voll oft, fast jeden Tag online war und ja, das haben wir da, sich die Grenze einzieht, wie sehr erreichbar bin ich jetzt als Lehrende. Und dass man das dann auch klar kommuniziert, ja, und dann auch für sich selber einhält, auch wenn es einen jetzt vielleicht gerade juckt, dass man da noch einmal reinschaut und schaut, was meine Lehrenden gerade machen. Ja? Das kenne ich auch aus der eigenen Lehrerfahrung. Ja, ich glaube, die Flora hat da den wichtigen Punkt des Zeitaufwandes angesprochen und der ist nicht zu unterschätzen. Ja. Aber also ich habe auch gesehen, was da zurückkommt, ist das auf jeden Fall wert. Also wenn, wie die Flora auch gemeint hat, man versucht sich Grenzen zu setzen, die in einem Rahmen sind,
dann ist das auf jeden Fall gut. Mhm. Ja. Ganz wichtig ist natürlich bei all dem das mediendidaktische Konzept. Das beste Tool nützt uns nichts. Das kann noch so innovativ sein und noch so toll aussehen, wenn wir da kein ordentliches Konzept dahinter haben. Jetzt haben Sie alle ein Konzept entworfen, entwickelt und dann umgesetzt. Welche Erkenntnisse haben Sie aus diesem Prozess gewonnen? Bei der Konzepterstellung habe ich vor allem gemerkt, dass ein Durchmischen von verschiedenen Tools eigentlich ganz gut ankommt und dass man vor allem auch mit dem Vortragenden bzw. dem Lehrenden sehr gut abstimmen und abreden sollte, welche Tools man einsetzt. Mir ist es dabei gegangen bei dem Konzept erstellen, also in der Theorie sehr gut. Also ich habe mir das bildlich vorgestellt, wie ich das jetzt durchführe und habe das verschriftlicht. Aber dann in der Praxis, das weiß jede Lehrerin und jeder Lehrer natürlich, oder wer jetzt auch gerade in der Praxis ist, schaut das wieder mal anders aus. Man muss sich an die Zielgruppe, an die Lernenden quasi anpassen und auch, wenn es mal ist, das Konzept umwürfeln. Das ist nochmal so und das ist einfach, das ist unsere Arbeit und man kann alles natürlich sehr schön konzipieren, aber in der Praxis dann umzusetzen, es kann nie 1:1 sein und das sollen wir uns vor Augen stellen. Ich habe das Konzept vor allem auch deswegen sehr wichtig gefunden, weil man sich dann ja mit die Zielvorstellungen im Kopf habend mit den digitalen Tools auseinandersetzt und dann drauf kommt, vielleicht ist das Tool doch nicht so geeignet, es ist zwar toll, aber für diese Zielvorgabe wird das nicht passend sein. Also Sie meinen jetzt bei Lernzielen, wenn man die konkret formuliert und sich dann Gedanken darüber macht, welche Tools könnte ich einsetzen, welche Methode kann ich einsetzen, dann passt natürlich nicht immer alles auf das Lernziel. Das stimmt natürlich. Jetzt haben wir schon viel über Tools gesprochen. Zum Abschluss die Frage, was ist jetzt tatsächlich Ihr Lieblingstool, das Sie kennengelernt haben, mit dem Sie gerne im Unterricht arbeiten? Bei mir ist es Moodle. Das ist zwar kein Tool im engeren Sinn, sondern eine Lernplattform. Aber Moodle verbindet so viele verschiedene Tools, was es für mich so attraktiv macht, weil sich wirklich viel Verschiedenes machen lässt, sehr viel Sinnvolles und sowohl Gruppenarbeiten, Einzelarbeiten, also verschiedene Methoden lassen sich interaktiv umsetzen damit. Also mein Lieblingstool ist Mentimeter. Das ist ein Audience Response System. Da können quasi die Lernenden mit dem Handy quasi mit mir mitmachen, also es ist auf dem Beamer quasi projiziert und da werden Fragen wie ein Quiz dargestellt und die können dann mit dem Handy ihre Antworten abgeben, auch sie können auch Wörter hineintippen und es wird dann halt auf die Leinwand projiziert und das hat mir am meisten gefallen, weil ich dadurch viel mehr Kontakt zu den Studierenden bekommen habe, zu den Lernenden bekommen habe und sie haben sich aktiv dadurch beteiligt. Und Julian? Also ich muss mich da anschließen, auch bei mir war es ein Audience Response System, ARS Nova, ähnlich aufgebaut, eher in einem Baustein-Modul, wo man sich quasi seine eigenen Vorträge zusammenbasteln kann mit mehreren verschiedenen Möglichkeiten. Und ich finde, man kann es ein bisschen individueller auf die Lernenden abstimmen, aber dazu habe ich zu wenig Erfahrung mit Mentimeter, aber das hat sehr gut funktioniert und eben auch, wie vorher angesprochen, ziemlich guten Raum für Diskussionen geboten und ich werde das auf jeden Fall weiterverwenden. Dann sage ich jetzt herzlichen Dank für Ihre spannenden Einblicke. Ich glaube, da war für unsere Zuseherinnen und Zuseher sehr viel dabei. Lernen und Lernen mit digitalen Medien ist ja vieles. Es bietet neue, mobile und kreative Möglichkeiten im Unterricht und kann so die Selbststeuerung beim Lernen unterstützen. Natürlich gibt es aber auch Risiken und Stolpersteine, wie wir gehört haben. Viele davon erkennt man erst im Praxistest. Deshalb der Appell an Sie, haben Sie keine Scheu vor digitalen Medien und probieren Sie einmal etwas Neues aus. Vergessen Sie dabei aber nicht, dass es nicht das Medium selbst ist, das zum Lernerfolg führt, sondern das mediendidaktische Konzept, das dahinter steckt. Digitale Medien bieten Potenzial für ein anderes Lernen und Lernen. Es liegt also an Ihnen als Lehrperson, diese Möglichkeiten auszuloten und zu nutzen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg!